Das Buch ist gekommen. Wann? Gestern Nachmittag. Ach, erst? Aber es war eine Enttäuschung. Wieso? Es ist ganz dünn, nur 2 Monate, nur die Monate August, September 39. Und es fehlen die Monate Oktober, November, Dezember 39. Und du sagtest doch nun, es wäre alles von, nicht 39, Quatsch, 42. Ich wollte gerade sagen, es wäre alles von 42, nun fehlen aber die wichtigsten Monate. Ach du Scheiße, jetzt soll ich gerade mit drüben telefonieren. Ich habe immer noch versucht, dich zu erreichen, aber ja, du warst nicht da. Nee. Oh, warte mal, ich muss nämlich hier in den Korridor raus. Ja. Lass mich, also, Moment mal. Es ist nämlich stockdunkel. Ja. Wir sind nämlich erst um 4 wieder zurückgekommen heute Nacht. Oh, da habe ich schlafen noch fest. Ja. Oh, da will ich nicht länger sterben. Nee, ich wollte sehen, nun bin ich aber. Ja. Das ist natürlich dumm. Dass ich mir das mal aufschreiben kann. Was jetzt? Es fehlt Oktober, November, Dezember. Welches Jahr? 1942. Nicht 39. Nein, ich habe mich eben, weil ich noch halb geschlafen habe. Und dieses waren, August, September 42. Aha, weil ich habe ja gar nicht reingeguckt. Nee. Das Haus war ja noch zu, nicht? Weil und jetzt hatte ich doch hier schon fest gesagt, das ist der letzte Rest von 42 und kostet einen Betrag. Wenn das nur wieder 2 Beträge sind, die schlagen mich bald tot, ne? Ach, wie geil. Ja. Dadurch, wenn das so weitergeht, sind das doch auch noch viel mehr Bücher. Ja. Jetzt mache ich eins, jetzt muss ich das noch durchgeben, aber das geht erst heute Nachmittag, weil die jetzt unterwegs sind. Ja. Nächster Vorsuch ist gleich heute Nachmittag wieder. Ja. Weil ich habe heute schon mit denen drüben gesprochen. Und wie sieht's aus? Ja, nur der ist noch da. Ja. Der ist drüben. Und weiß noch nicht, wann er kommt. Nee. Wie immer. Hm. Ah ja, dann muss ich den gleich nochmal anrufen. Ja. Gab es überhaupt nichts Erfreuliches von drüben? Nee, wir haben ganz kurz eben, dass immer noch dieses Riesenpaket da fehlt, nicht? Ja. Und das ist ja am 23. Monat gewesen, ja, dass das unterwegs war und naja, weil alles solches, nur solche Sachen. Und ich habe nur gefragt, ist der noch da? Weiß der schon was? Nein, er weiß noch nichts. Sie haben gestern Abend mit ihm gesprochen, sie waren extra drüben, weil ich jeden Sonntag ja morgens anrufe, nicht? Ja, ja. Gut, jetzt können wir das noch so machen, dann muss ich denen das durchgeben, nicht? Ja. Weil die anderen, der hat ja zu mir gesagt, jetzt kommen 3 und die sind schon verpackt. Ja, eben. Nicht? Aber er hatte doch gesagt, das wäre dann schon 43. Ja. Das ist so blöd, manchmal werden es wieder mehr. Wenn ich jetzt bloß mal die genaue Zahl wüsste. Ne? Ja, die hat er ja mir mal durchgegeben. Ja, aber danach können das nur noch 6 sein. Und dann, wie willst du jetzt für die ganzen Jahre, das ist das Jahr 43, 44, noch 45, noch 6 Bücher, das kann doch nicht stimmen. Richtig. Schon gar nicht, wie? Wie viel haben wir denn seit dieser Zahl? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber es kam so ungefähr hin, dass es höchstens noch 6, 7 dann, das sollten noch 12 sein. 13, nicht? Oder 13, ja. Und da hatte ich 6 haben wir seitdem, ne? Wären es noch 7. Ja, noch 7, aber wie kommt es hin, wenn jetzt zum Beispiel wieder von 42 noch eins fehlt, ne? Naja, jetzt mache ich so, ich kann da überhaupt nicht, aber ich habe da gar nicht, ich habe ja gleich das umgesteckt. Ja. Ich habe das, weißt du, mit so einem Streifband. Ja, ich habe gesehen. Gemacht. Und in diesem steht nun drin, dass er das Buch, von dem du gesprochen hast, anfängt zu schreiben. Ne? Was? Das Buch, von dem du gesprochen hast, was der andere hat, da steht in diesem drin, dass er das anfängt zu schreiben. Jetzt steht das drin. Ja, also schon im Juli, im August 42 hat er das Buch angefangen zu schreiben. Ah, und was ist das für eins? Was steht da drin? Er schreibt nur, dass er jetzt ein Buch schreiben will und dass er das nach dem Krieg rausgeben will, nach dem Endzig. Und dass er da aber auch die engsten Mitarbeiter nicht drin schonen will, also auch kritisieren will. Ja. Und fängt ein paar Tage später an zu schreiben. Sagt dann, ich hätte jetzt das erste schon geschrieben. Es geht auf Kosten seines Schlafes, aber er hatte ja sowieso kaum Schlaf. Aber du sagtest doch, da ist der Untertitel geschrieben in den schwersten Stunden der Jahre 43 und 44. Und dieses schon Sommer 42, wo er anfing. Ja, so hat ja er mir durchgegeben, weißt du, da in den... da hat er extra so einen Zettel mitgeschickt, nicht? Ja. Wo die schwersten Stunden da sind. Ja, das wäre schön, wenn du das mal klären kannst, ne? Ja, wie?
Wegen die schwersten Stunden oder was? Nee, dann, ich meine, dieses, wo dieses Buch jetzt ist noch, was jetzt noch fehlt, also die Monate noch. Ja, ja. Denn dadurch ist nun wieder der Preis höher, ne? Ja, verstehst jetzt gucke ich doch folgendes nach. Ich rufe heute Nachmittag bei denen drüben an. Ja. Also, September, Oktober, nee, Oktober, Oktober, November, Dezember, 42. Ja. Gut, Conny. Dann will ich dich nicht weiter stören, schlaf noch eine Runde. Ja, danke. Nicht? Also, beste Grüße. Jo, danke schön. Ade.